auf zu Teil 2 und los geht's. Warte, ich muss noch mal Schweinsteiger einwechseln. Okay, nee, weißt du was? Alonso gefällt mir nicht, Aufstellung anders machen. 2 ZM-Spieler hätte ich gern, die Aufstellung ist gut. So, dann Götze Ribéry tauschen, Götze Robben tauschen, na, ich will Robben. Nein, ich will Robben. Robben gegen Alonso und Alonso raus gegen Schweinsteiger. So, okay. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Diese Flanke bringt keine Gefahr. Rafinha. Robben. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Mario Götze. Götze zu Robben. Rafinha. Es muss Einwurf geben. Arjen Robben im Ballbesitz. Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Ja. Yeah. Und ich glaube, wenn er der Rossi. Der macht da auch ein paar Ball durch. Wenn ihm langweilig ist. Nein, Gola. Ja, er hat sich den Ball wiedergeholt. Gut gemacht. Leandro Castan. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Nein, Gola. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Pjanic. Ja. Gibt er so ein Video? Fast wäre er zu Boden gegangen, der Philipp Lahm, aber er bleibt stehen. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Ashley Cole. Weltklasse, der Rossi. Darunter Profi, darunter Halbprofi. Ah, da entwickelt sich möglicherweise Amateur, was. Amateur, darunter Anfänger und darunter Brasilien. Arjen Robben im Ball. Brasilien und Roma müssen sich und Achtung, der könnte passen. Lewandowski. Ja, besser kannst du nicht köpfen, aber der Torwart, er ist da. Also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Deuterleistung, die man ganz, ganz selten. Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel. Müssten wir wirklich darüber diskutieren? Ein Strafstoß. Wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Ey, was ist das denn? Was ist das denn? Nicht abfallen lassen. Keiner will mit dem Schiedsrichter diskutieren. Es war eine richtige Entscheidung. Elfmeter. Elfmeter. Gelb oder rot? Er gibt gelb. Und das ist glücklich, 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 denn das war aus meiner Sicht ein Platzverweis.
So musst du einen Elfmeter schießen. Ich hätte ihn schon vorher so gemacht. Und das Mikrofon sicher da unten. Und professionell verwandelt dieser Elfmeter. Und da kannst du auch als Profi mal weiche Knie bekommen. Ehrlich. Der Schiedsrichter pfeift wieder an. Rückstand für die Roma. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, ja. Denn es gibt Eckball. Ja, warum soll er da ein Risiko eingehen? Nein. Lieber Faustabwehr. Oh. Das ist jetzt seine Chance. Vom Torwart abgefälscht. Der Ball, er ist im Gehäuse. Die Wiese ist gemäht, die Messe ist gelesen. Und was uns sonst noch so einfällt, dieser Vorsprung ist kaum einholbar. Und der Torschütze von Bayern. Pjanic. In der 73. Minute. Mit der Nummer 7. Franck Ribéry. Bastian Schweinsteiger, er will die Kugel. Jetzt sind die anderen aber richtig am Boden. Ja, und zu Recht, denn da kassieren sie das nächste Ding, stehen wieder nur dabei und so kann man nicht gewinnen. Oh, da hätte der Posten beinahe noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit der Nummer 10, Arjen Robben. Kein Problem. Ja, sofort die Entscheidung da. Freistoß gegen die Roma. 4-1. Vielleicht kann man noch einen Hund einstellen. Schweinsteiger. Balleroberung im Mittelfeld. Ashley Cole. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Jetzt wechselt der Trainer ihn aus und das hat sich ja angebahnt, denn heute konnte er nicht wirklich überzeugen, oder? Nee, das war heute nicht sein Tag, aber das musst du als Profi wegstecken, das musst du abhaken und im nächsten Spiel, wie sagt man immer so schön, munter putzen und weiter. Oh ja, ein harter Zweikampf. Ja, schön. Ja, nein, ja. Achtung, ja. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Nein, ja. Sofort abgezogen. Ja! Und der ist drin. Meine Zitterschnitte. Und jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Und genau das macht einen Stürmer aus. Da zu stehen, wo der Ball hinkommt. Wenn wir noch mal sehen. Antizipation ist hier der entscheidende Punkt. Es ist nicht mehr lang zu spielen. Das sieht nicht gut aus für die Mannschaft im Anstoßkreis. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Aber auf jeden Fall aus 24 Metern einfach mal so Pjanic gestoppt, weil ein Spieler an mir vorbeigerannt hat. Ja, da ist er gut dazwischen gegangen. Und dann habe ich gestoppt, bin einen Schritt gelaufen, habe nur auf alles gedrückt und dann das mit einem Bronzespiel. Versuch das mal nachzumachen. Pjanic. Geil. Und ich weiß nicht, was ich noch mal aufnehmen soll, weil ich habe halt mit einem schon angefangen.
Und bei Ultimate Team muss ich mich erst um Playstation Plus kümmern, um die neuen Geld verlangen. Aber jetzt neu bei der Playstation 4. Und also 50 Euro und 12 Euro. Jetzt ist er voll! Das ist das Tor! Ja, 50 Euro. Naja. Und da muss ich mich erst drum kümmern, auf der Karriere habe ich schon angefangen. Ich kann natürlich noch einen machen. Dann will ich ja fast nur dasselbe zeigen wieder. Ja. Keine Adrenalinschübe mehr. Schönes Tor, aber es bewirkt nichts mehr. Nee, es kommt viel, viel zu spät. Und 5:2. Großer Erfolg für den FC Bayern. Die Münchner gewinnen dieses Spiel. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Guck dir das Ergebnis an und dann weißt du genau, was hier gelaufen ist. Ich würde von einseitig sprechen. Moment, genau. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Tor!